Und erstmal diese Tagebuchseite, ich weiß nicht, ob die da auch noch auf hier eine Seite. Hinter. Toll. Egal, so, ich weiß nicht wo, ich weiß zwar nicht wohin, aber Moin. Bonjour, Schmuggler. Aveline! Lange nicht mehr gesehen. Zu lange. Hör zu, gab es in letzter Zeit ungewöhnliche Aktivitäten im Bayou? Außer den unseren, meinst du? In der Gegend tummeln sich viele Männer in spanischen Uniformen. Wobei ich sowohl ihre Männlichkeit als auch Zugehörigkeit anzweifeln würde. Sie wurden bestochen von einem Mann namens Vasquez. Er arbeitet für... Vasquez? Sacre bleu, ich kenne diesen Namen. Ich habe Soldaten belauscht. Er will morgen ein Versorgungsschiff umleiten. Wenn wir es nicht zuerst tun. Ich mag, wie du denkst. Habe ich es nicht gesagt, Elise? Ich liebe, wie sie denkt. Auch mir steht der Sinn nach einer Umleitung. Darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Der Leuchtturm am Lake Pontchartrain. Wenn du ihn manipulierst, dann erreicht das Schiff vielleicht nie seinen Hafen. Russion, ich mag, wie du denkst. Habe ich es nicht gesagt, Elise? Ich liebe, wie er denkt. Jemanden töten, nicht schwimmen, den Leuchtturm im Vor sabotieren, ohne entdeckt zu werden. Das heißt, jemanden töten wird schwierig. Wir müssen warten, bis er wieder weg ist. Und jetzt zack hier außen rum. Darf halt nur nicht ins Wasser, ne? Oh oh oh. Warte mal, bis sie vorbeilaufen. Oder wieder umdrehen. Ist das alles okay? Hey. Hey. Ist er da jetzt hin? Dann lass wir ihn pissen. Ja, dann warte ein bisschen, mal weitergeht.
Ich sag mal so, sie kann froh sein, dass sie solche Zieheltern hat, dass sie überhaupt in so einer privilegierten Welt, dass sie so in der Welt aufwachsen konnte, als dass sie halt Privilegien hatte, ne? Ich finde, das ist erstens heutzutage auch nicht gerade selbstverständlich, in solch einer Gesellschaft aufzuwachsen oder zumindest in so einer Familie aufzuwachsen. Aber aus der damaligen Sicht sowieso nicht. Das ist. Sie hätte auch anders enden können. Hallo, kannst du da jetzt mal hochgehen? Danke. Halt. Okay, da ist noch eine Truhe und ein Mensch. Bevor synchronisieren. So. Kannst mal interagieren? Danke. Okay, auch geschafft. Nicht schlecht. Bist du wieder betrunken? Warst du? Bitte. Yes. Aveline, es ist vollbracht. Das Schiff steckt im Schlamm fest. Jetzt bekommt ihr eure Beute. Und ich mache Vasquez seinen Kopf kürzer. Und dann wird gefeiert. Aveline, ich sammle meine Männer. Wir treffen uns am Schiff. Und das Plündern kann beginnen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, wir laufen jetzt einfach ein oder schwimmen dahin. Ich finde das irgendwie auch zu blöd. Verstehe nicht, warum die manche Gebiete so abgrenzen mit Büschen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das verfehlt den Sinn einer Open World, wenn ihr versteht, was ich meine. So, da sind sie auch schon. Elise, sind deine Männer bereit? Bereit? Die können sich kaum zurückhalten. Bitte, du musst mir mit den Wachen helfen, bevor unsere Männer das Schiff stürmen und dabei durchlöchert werden. Hey! Und ohne Ausrüstung, also ohne Waffen. Oh, zwei Kisten selber tragen.
Oh, von der anderen Seite. Alter, was zur Hölle? Jetzt mal ernsthaft. Warum? Na gut, ich hätte wieder kontern können, hätte warten können und die Konter aussetzen können, ne? Jetzt muss es wieder von vorne anfangen, ne? Komplett, oder? Ja, toll. Danke. Das Spiel. Ja, die Kisten sind doch drüben. Echt jetzt? Von der Seite direkt schon? Schon wieder? Wo liegt in meiner Kiste? Ja, da. Mach doch, wenn du dich traust. Da kommen die nächsten. Gefälligst still! Du glaubst, du könntest kämpfen? Oh ja, komm her!
Wow, Aveline, das war spektakulär. Ich bedauere nur, dass Vasquez nicht an Bord war. Na komm, es ist noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht hilft dir das hier ja. Okay. Schick, schick. Die Dokumente, die an Bord des spanischen Schiffes gefunden wurden, enthalten Befehle, nach Chichen Itza zu fahren und das Arbeitslager zurückzuerobern. Aus Angst um die Sicherheit ihrer Mutter und auch in der Hoffnung, die zweite Hälfte der Prophezeiungsscheibe zu finden, kehrt Aveline nach Chichen Itza zurück. Okay. Krass, dass du jetzt schon so viel vom Spiel mitgekriegt haben ohne Probleme, also. Hört sich halt blöd an, aber ist halt so. Dann, dass es sogar schon Sequenz 6 ist. Mal wieder nach Chichen Itza, auch nicht schlecht. Vielleicht können wir dann endlich mal mit unserer Mutter reden und die kann uns mal endlich mal ein bisschen aufklären, weil warum sagt sie ohne Flax, dass es die Klinge unseres Feindes ist? Ich verstehe es halt echt nicht, ne? Oh, Entschuldigung. Zurück nach Mexiko. Also mir gefällt dieses Muster, also diese Farbgebung zwischen Blau und Orange. Chichen Itza. Der Weg führt zurück wieder nach Süden, zu den fehlenden Teilen des Rätsels. Okay. Eine zweite Höhle oder was? Aveline, du bist zurück. Maman, du hast keine Angst vor mir. Aveline, ich habe dich so lange vermisst und war keine Mutter für dich. Wenn ich dich jetzt nicht kennenlerne, da du zurückgekehrt bist, worauf habe ich dann die ganze Zeit gewartet? Meine Liebe ist stärker als meine Angst. Du bist keine Assassinin. Du bist meine Tochter. Wirst du je verstehen, warum ich gehen musste? Oui. Du schwebtest in Lebensgefahr. Dein Vater setzte mich frei. Doch ich konnte nie frei sein in Nouvelle-Orléans. Nicht mitten unter den Assassinen. Bist du hier frei? Nein. Ich tauschte einen Feind gegen einen anderen. Und sie werden nicht ruhen, bis sie haben, was sie suchen. Den fehlenden Teil der Scheibe. Solange die Scheibe hier ist, werde ich immer verfolgt werden. Doch wenn sie jemand fortbringen würde, jemand, der stark genug und einfallsreich ist. Ich kenne vielleicht so jemanden. Wenn du sie siehst, gib ihr diese Karte. Und erzähle ihr von dem alten Kanu, das noch in der Zenote liegt seit der letzten Expedition. Sie muss sich beeilen. Die haben ihre Augen überall. Sollte man sie jedoch entdecken, sind wir beide... Keine Angst, Maman. Du wirst in Frieden leben.
Band. So ein zweites Rätsel bestimmt. Und ich habe vielleicht ein bisschen gelogen. Ich dachte, das Spiel käme wirklich nur für die PSP oder PS Vita in dem Fall raus. Nein, es kam auch als HD Remake, also nicht als Remaster, sondern als HD Remake. Für die PS3 und für die Xbox 360 damals raus. Das wusste ich halt nicht. Ich glaube, das war 2 Jahre später. Ups. Und dann als Remastered nochmal für die damaligen Next-Gen-Konsolen. Weil die jetzigen Next-Gen-Konsolen sind ja PS5 und Xbox Series. Aber ich sag mal so, Hallo, kannst du mal zurück? Hallo. Ich glaube, ich werde noch mal kläglich scheitern. Wegen der schönen Steuerung. Dass Kano wirklich vorher kaputt gehen wird. Oh, shit. Ach so, ja, weil ich rückwärts will, weißt du? Richtig doof. Hälfte. Oh. Das Kanu ist bestimmt gleich vorher kaputt oder so. So wie ich mein Glück halt kenne. Nee, oder? Was? Oh. Was denn hier? Ne, auch nicht. Das geht doch nur von hier, ne? Achso. Okay, da hoch. Dann da hoch. Okay. Cool, danke, Spiel. Oh, Alter. Achso, ich weiß jetzt, wo lang. Ich bin manchmal zu ungeduldig mit dem Klettern. Deswegen rege ich mich darüber so auf. Nicht, weil das, auch weil es teilweise aus heutiger Sicht jetzt nicht gerade bestens programmiert wurde, wie man gerade bemerkt hat. Ich habe ja nichts wirklich gemacht, ne? Also. Da längs. Dann geht's da lang. So.
Ich laufe nochmal richtig ab, weil das war zu love, glaube ich. Und man muss das schon richtig gedrückt halten. Luftkammern. Ist ja mal so, das sagen jetzt nicht ohne Grund, ne? Aber ich denke mal, hier braucht man keine Luftkammern. Ich benutze trotzdem eine, wenn ich hier sowieso einen finde gerade. Weil sicher ist sicher nicht, dass ich wieder von vorne anfangen muss, wegen nichts. Jetzt hier schon weiter. Soll ich hier nicht weiter tauchen? Aha. Nee, war glaube ich nur ein kurzer Zwischenpunkt, oder? Also wir sind schon mal richtig. Ich hoffe, wir schwimmen jetzt nicht wieder zurück. Sieht bis jetzt danach aus, aber ich denke und ich hoffe nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Hochschwimmen, ne? Oh. Oh, was zur Hölle, ey. Oh. Also das Level-Building muss ich sagen, trotz dass es eine Nebenstelle von Ubisoft gemacht hat. Ja gut, ne, man... Oh, ja, mit der Peitsche, ne? Das wird ja immer blöd, wenn ich das sage, Nebenstelle von Ubisoft. Oh, hier könnte ich dann wieder hoch, falls ich runterfalle. Aber es ist halt einfach de facto so, ne? Es ist theoretisch eine Nebenstelle nur. Wo geht's denn weiter? Hier oben? Einfach den Neues weiter. Es ist trotzdem für mich nach und nach weiter ein vollwertiges Assassin's Creed. Ich bin nur halt immer noch so leicht geschockt von dem Anfang, weil der Anfang so gar nicht Assassin's Creed-like war. Also schon. Das hört ja falsch an, wenn ich das so sage, ne? Aber nein. Von vorne anfangen. Aber kann man hier nicht irgendwo hochklettern dann direkt? Vielleicht direkt hier. Weißt du was? Ich mach den Anfang komplett nochmal von vorne, weil das. Andere Idee. Ich mach kurze Pause. Direkt weitermachen. Ah, ja. Ach ja. Wo ich vorhin noch gesagt habe, wenn ich runterfalle, komme ich da wieder hoch. Aber es ist für mich irgendwie einfacher jetzt gefühlt, anstatt den Weg nochmal hoch zu suchen, also den normalen Weg zu gehen. Noch so geschafft. So und so und zack. Ich verfalle wieder in alte Kommentatorenmuster. Auch schön.
Danke. Oh. Nächste Rätsel. Der Strahl muss von den Prismen reflektiert werden, um den Empfänger zu erreichen mit LS. Also. Hier wird schon verkackt. Ja, weil ich einmal zurückgehen musste. Deswegen, sonst hätte ich das sofort geschafft. Warte mal, kann ich das nochmal? Nicht nochmal. Jetzt ist die Frage, ob das wieder entgegengecheckt ist. Oder ob das schon ein. Na, ist egal. Wenn das schon einer war, wenn das schon ein Kontrollpunkt war, ist auch okay. Obwohl ich zurückziehen musste. Bisschen blöd, ja, aber komm. Schlimmeres. Also. Hätte ich vorher nachdenken müssen. Das ist auch nochmal die Prophezeiung. Aveline, ist es gelungen? Zeig es mir nicht. Ich habe schon zu viel gesehen. Ich will es nie wieder ansehen müssen. Maman, ich kehre zurück nach New Orleans und stelle alles richtig. Dann lasse ich nach dir schicken. Meine liebe, starke Tochter. Nichts wäre mir lieber, als wieder bei dir zu sein. Doch mein Platz ist nun hier. Die Menschen hier brauchen mich. In Nouvelle-Orléans werde ich nur alte Geister sehen. Ich verstehe. Keine Sorge. Dies ist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Sei vorsichtig, mein Kind.